Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, zocke ich heute wieder Assassin's Creed Odyssey. Und heute werden wir gegen Söldner kämpfen und in Odysseus Palast eindringen. So, und das da vorne. Ihr werdet auch bald sehen, wie ich ein Boot fahren werde. So, jetzt werde ich erstmal gegen Söldner kämpfen. Okay, das ist gut. Ich glaube, ich werde das freischalten. Also gegen den Söldner ist so Fernkampfschaden so gut. Wenn ich einen Bogen auf ihn schieße in Zeitlupe und dann treffe, dann wird es wahrscheinlich klappen, ihn zu besiegen. Also es sieht so aus. Okay. Das ist so ein Säbel. Ach, so eine Klinge. Ich würde sagen, eine Klinge, oder? Epsilon-Klinge, okay. Ich mache theoretisch gesehen die Keule, aber ich glaube, die wird nicht so viel bringen. Die Klinge wäre ganz gut. Oder so eine lange Axt. Oder so ein Stab. Ich sage, das lege ich mal. Das brauche ich nicht. Nur, die macht viel mehr Schaden. Das ist da cool. Das andere Schwert ist Schrott. Der macht null Schaden. Jägerschaden und Schaden bei Tieren. Ja, ich glaube, der trägt eine PC in Gere. Okay, ich nehme den. So. Man gibt Pfeile. Und so, jetzt tue ich mir noch neue Dings. Neuen Helm anziehen. Jo. Neue Rüstung. Das. Das hat mehr Leben, das. Okay. Und neue Stiefel. Und ein neues Dings. Nicht hier. Armschienen meine ich. Das ist der Söldner, ne? Und da ist mein Dings, mein Boot. Ich springe mal ins Wasser. So. Dann tauche ich jetzt hoch zum Boot. Das ist mein neues Boot. Gönnt euch das bitte. Warte, ich jetzt hoch. Ne, jetzt kann ich auf dem Boot fahren. Oh! Wenn ich im Boot, ich will gegen ein anderes Boot krache, dann geht's kaputt, ne? Aber das Boot ist halt nicht fürs Meer gedacht, es ist nur für solche Meeresengen und so gedacht. Wie jetzt hier. Ich kann auch beschleunigen, guck mal. Wie schnell ich werde. Da vorne ist der Palast des Odysseus, werde ich auch das einbringen. Aber erstmal wird mit dem Söldner gefightet, weil der ist sehr nervig. Er verfolgt mich schon Tag noch. In den letzten 4-5 Folgen hat er mich verfolgt, ne? Da ist er. Er soll sich mal bewegen hier. Das ist er. Oh nein! Ich hab mich nicht erwischt, Bruh. Das ist so schwer, den zu erwischen, ne? Wir haben Schaden gemacht. Fertig, komm mal, fertig, komm mal, fertig. So, ich muss ein bisschen abhauen. Wir verbauen nicht in die Festung rein von den Dings. Und der packt auch schon ein bisschen ab, ne? So. Wo ist er denn? Warum haut er ab? Junge, wenn er mich nicht verfolgt, aber der läuft in die Richtung vom Palast, ne? Da kommt seine Wache vom Palast, ne? Noch, du hättest den Auftrag. Der ist runtergefallen, was? Was? Bro, was ist mit dem passiert? Hä?
Irgendwas ist mit dir passiert, er ist einfach runtergefallen. Und hat irgendwie 5000 Schaden bekommen. Was ist passiert? Hä? Hä? Da ist er gestorben. Hä? Was ist da gestorben? Arena-Anladung. Und ganz viele Dings. Sachen. Hä? Was ist passiert, Junge? Das ist ein Bug oder was? Der war irgendwie hier, hat irgendwie festgehangen, hat gebuggt, hat 5000 Schaden bekommen, ist aber gestorben. Und einfach rumgefallen, ne? Der war irgendwie fast schon full life. Ist einfach rumgefallen. Ja, also hat nicht gejuckt. Junge, was ist hier passiert, hä? Einfach Bug. Ich sag euch nochmal zum Replay, ne? Junge. Ey, wir Sachen gedroppt. Junge, was war das denn? Das war komplett weird. Dings, ich habe was Neues bekommen. Ich habe eine Arena-Einladung, okay. Und ich habe eine Brustplatte bekommen. Ich glaube, die ist besser, ne? Ne, die sind gleich. Ich finde die eigentlich gleich besser. Und ich muss jetzt, ich dringe jetzt bei Odysseus in Dings Palast an. Ein. Der ist hier vorne direkt um die Ecke. Schleichen, schleichen, schleichen. Ich weiß schon, von welcher Seite ich andringe, weil das sind sehr viele. Und da will ich von hinten die ganzen vielen erstmal einen Bogen ausschalten mit Headshots. Mein Bogen macht auch sehr viel Schaden. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier stand. So, ich glaube, hier ist ein. Jetzt mit Ikarus. Alles absuchen. Also, ich bin gerade hier. Und hier sind ganz viele Wachen. Ich glaube, hier werde ich erstmal eindringen. Hier oben stehen welche, ja. Ich werde mich wahrscheinlich hören. Danach sind hier, glaube ich, noch welche. Ja. Hier sind auch noch welche. Also hier oben. Dieser Teil, da sind viele Wachen. Und ich würde sagen, ich dringe das mal hier ein. Ich werde das mal hier die ganzen erledigen von hier oben. Hier noch alle erledigen und dann weiter eindringen. So, wer ist hier alles? Wo ist das? Hier ist niemand, glaube ich. Opa, hier sind welche. Wo sind die ganzen Wachen? Hier oben ist einer. Hey, mein Gift und so ist weg. Hä? Hey. Wenig Schaden. Ah, das ist ja dieser Käfig, stimmt. Aufschließen. Hallo. Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. So, jetzt müssen wir mit der irgendwo hinlaufen. Kaum zu glauben, dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man alleine unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen?
Ich bezahle dich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Alexios. Ich bin Odessa. Benannt nach dem großen Odysseus. So. Wir sollten zum Palast, solange wir können. So, warte kurz, ich habe noch was bekommen. Und zwar so ein Tuch. Also, was heißt Tuch, aber ich meine sowas. Ah, nee, das habe ich noch nicht. So, höre ich mit der jetzt mal auf. Aha, hier ist ja hier, kann ich allerdings Olivenholz herholen. Nice. Okay. Das ist der? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du's? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Gut. Jetzt gibt ihr mir noch ein... Gut, jetzt gibt ihr mir noch ein paar Drachmen. So, das ist ihr Boot. Okay. Eben dran ist mein Boot. Schlägt. Hier. Das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. So. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Du bist der Erste, der mich derart ermutigt. Denk daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Odysseus wollte nicht in den Krieg ziehen. Und als er vorbei war, brauchte er 10 Jahre nach Hause. Er hat so viel Zeit verloren, weil die Götter sich eingemischt haben. Bleib zu Hause. Verbring Zeit mit der Familie. Aber wer wird... Hier ist nicht viel gesprungen, was lange dauert. Okay, nice. Da sind 88 Drachen. Das werde ich mit Dings gut zufahren. Von der Sperre. Ich hätte, glaube ich, Dings im nächsten Video mit Sperren zu kämpfen, ne? Mit anderen Waffen. Ich habe irgendwie nur mit Schwert gekämpft, ne? Aber ich hoffe, ich mache das auch Spaß und so, ne? Ich finde es bockt auch das Spiel. Ist echt nice gemacht. Auch guck mal, die Grafik ist auch bei mir runtergestellt, ne? Einmal so, allerdings, Pappel, ich habe noch nicht alles gemacht. Ja, Schatz plündern. So, ich würde sagen, ich schwimme jetzt erstmal auf die andere Dings Insel wieder. Nach Kapalinia. So. Das ist auf jeden Fall Schiffswrack. Ich fahre wieder zu meiner Dings Bootsstelle. Ich gehe wieder zu Dings zurück. Kann wieder als Alpino, genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mein altes Pferd. Das war auch nicht schlecht. So, jetzt gleich wieder hier zum Palast zurück. Ey, jetzt zum Palast zurück, ich meine zum Tempel. So. Alexios, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldner.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Ich bin kein Mörder. Es gibt immer ein erstes Mal. Also, was sagst du? So, gut. Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Was soll ich nehmen? Boot oder kein Boot? Natürlich. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Focus. So. Jetzt habe ich Penelopes Tuch bekommen, nice. Penelopes Tuch, ich meine das. Junge! Ich meine das, diesen. Ah, keine Ahnung, wie das heißt. Ich sehe es gleich, wie es heißt. Das ist ein Kopftuch. Warte kurz, hier. Das habe ich auch besser, ne? Obwohl, nee, das den Helm nicht hat, habe ich besser. Aber es sieht besser aus, weiß ich nicht. Den Helm nehmen oder das? Ja, das könnte ich vielleicht nehmen, aber. Das würde ich vielleicht nicht nehmen, keine Ahnung. Egal, ich wende jetzt auch das Video. Ich nehme jetzt meinen alten Helm noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Im nächsten Video werden wir wahrscheinlich mit dem Schiff auf eine ganz andere Insel segeln. Ja. Und ja. Tschüss.